Was also ist an dem, das wir das Leben nennen? In diesem Leben, tief versteckt, sind tausend andere Tode. Doch wir fürchten den einen. Mas Wilmas startet mit der Flucht des Herzogs vor seinem Volk, was er nicht mehr im Griff hat. Und er setzt denjenigen ein, den er dafür kennt, dass er wahrscheinlich mit eisernem Besen durchkehren wird, Angelo. Ich denke, in einem Punkt sind wir uns einig. Es ist beschämend und abstoßend, was wir hier erleben müssen. Ich sage hier ganz deutlich, dass Grenzen überschritten worden. Claudio? Dein Kopf sieht äußerst wackelig aus. Lucio, ich bitte dich, geh zu meiner Schwester. Sie soll heute ihr Noviziat antreten im Kloster. Ja. Erzähl ihr von der Lage, in der ich mich befinde. Das Stück spielt im Gefängnis, es spielt im Kloster, es spielt andererseits in einer Politikwelt und in einem Rotlichtmilieu. Und bei Shakespeare, er schafft, dass er genau über diese Randgruppen trotzdem etwas über die Mitte der Gesellschaft erzählen kann. Bitte, ich bitte euch nicht morden! Das ist zu früh! Es hätten nicht begangen, so viele dies vergehen, wenn schon der Erste wäre bestraft worden dafür. Wenn man das letzte Jahr hier in Dresden erlebt hat, dann ist es fast unmöglich, sich mit Literatur, mit klassischen Stücken zu beschäftigen, ohne dass man die Fragen sich stellt, wie steht das in Bezug zu den Thematiken, die hier gerade einfach auf der Straße liegen, kann man so sagen, oder auf der Straße stehen. Ich habe jetzt mal eine ordentliche Frage an unsere Kollegen dort drüben. Was wollt ihr, dass die hierher kommen, oder? Raus, raus, raus! Angenommen, es gäbe keinen anderen Weg, sein Leben noch zu retten, als dass ihr, die Schwester, diesem Mann, die Schätze eures Leibes schenkt. Ich nehme es nur an. Wenn man jetzt auf das Stück schaut, dann sind das eigentlich fast zwei Stücke, die übereinander liegen. Also einerseits das Shakespeare-Stück und andererseits die Fragestellungen, die sich anhand von diesem Shakespeare mit der Stadt ergeben. Es ist nicht so, dass das identisch ist. Es ist nicht so, dass das Stück genau das erzählt, was hier passiert. Und genau diese Bruchstellen sind auch mit Teil des Abends, sind Teil der Erzählung. Wo passt das zusammen und wo nicht? Macht euch auf den Tod gefasst. So lebt und stirbt nichts leichter.